Der GGG möchte hier ein Online-Programm zu Bildgestaltung durch künstliche Intelligenz zeigen. Das Programm ist lustig, es generiert tatsächlich komische Bilder. Erstmal testete GGG, was geschieht, wenn er Auto eingibt, das Programm zeigte jedoch dann Motorräder. Sie sehen zwar gut aus, sind aber keine Autos. GGG dachte, dass er nun etwas ins Detail geht und gab das Wort Autobus ein. Das sollte doch erkannt werden. Und tatsächlich wurden Autobusse erzeugt. Sie waren aber mit seltsamen Schriftzeichen beschriftet, vielleicht ein Bus aus Israel? Oder es ist arabisch. Jedenfalls gab GGG danach die Jahreszahl 1930 ein. Das Programm generierte Menschen in historischer Kleidung und Oldtimer. Doch bei näherer Betrachtung wirkten die Menschen gruselig wie Mutanten missgestaltet und wie durch einen Mixer gejagt. Da musste ich mich etwas fürchten, aber GGG hat mich beruhigt, diese Kreaturen sind nicht echt. Auch das Wort Superhelden sorgte dafür, dass diese missgestalteten Typen auftauchten. Ihre Gesichter waren scheußlich. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt, denn die Aufnahme hat eine schlechte Bildqualität. Zu guter Letzt kreuzte GGG den allseits bekannten Super Mario mit Abraham Lincoln. Hierbei waren die Gesichter nicht deformiert, sondern zeigten die wirklichen Figuren. Das heißt, künstlich generierte Menschengesichter sind schlecht, jedoch historische oder bekannte Gesichter können gut erzeugt werden. So der GGG hofft, ihr seid jetzt etwas schlauer. Adios.